US-Präsident Trump verdient das Todesurteil. Das schrieb jetzt die offizielle nordkoreanische Staatszeitung Rodong Sinmun. Das Blatt bezeichnete Trump als alten Sklaven des Geldes, der die Würde von Machthaber Kim Jong-un verletzt habe. Er sei von den Koreanern zum Tode verurteilt worden. Schon seit einigen Tagen attackieren sich Trump und die Führung in Pyongyang mit bissigen Kommentaren. So hatte der US-Präsident zuletzt während eines Besuchs in Vietnam auf Twitter die spöttische Frage gestellt, warum Kim ihn als alt beleidige. Schließlich würde er den nordkoreanischen Machthaber niemals als klein und fett bezeichnen.